Oh. So schützt man sich also vor den Pistolen. Grüße Birdies, zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind wieder in einer Nebenmission, wie wäre es auch anders, und suchen eigentlich aktuell nach einem Eingang in dieses Gebäude? Beziehungsweise, was geht hier ab? Okay. Also wir suchen einen Weg in das Gebäude hier rein, weil wir haben hier unsere Nebenmission irgendwo. Und ich... Wieso ist es so dunkel hier? Man sieht gar nichts. So, wir sind schon mal im Gebäude. Haben ein Sperrgebiet betreten. Gibt es hier auch eine Treppe nach oben? Oh, geht doch mal bitte. Oh. So schützt man sich also vor den Pistolen. Danke. Der Mann fühlt das gleiche wie ich. Er steht im Weg. Das stimmt allerdings. Ich muss irgendwie an diesen Typen. Der ist... Hey, wie komme ich denn hier hoch? Kann auch nicht sein, dass hier kein Fenster frei ist. Doch da. Was schon mal. Aber wieso ist... Ich verstehe es nicht. Egal. Wo ist der jetzt, der Typ? Hä? Wo ist der denn? Immer noch eine Etage, Huda. Mein Gott. Komme ich denn jetzt hier hoch? Eben ist hoffentlich schon bewusst der Person, dass er auf dem Fass steht. Hier ist auch eine Truhe. Man hört das schon die ganze Zeit klimpern und blimpern. Aber, warte, hier ist eine Treppe. Ah, wir haben es geschafft. Hallo! Oh. Tricky. Ach, mein Arno. Ach, Manu, Junge. Irgendwie ist das gerade... Verräterischer Hurensohn, du hast die Nation hintergangen. Sie will deinen Kopf. So, den sollte ich töten, den habe ich getötet. Lasst mich in Ruhe, ich gehe. So. Aber mal ganz ehrlich, ne? Irgendwie läuft das gerade alles ein bisschen... Ja! Mir ist auch einer. Warum? Für wen willst du mich denn opfern? Das ist nicht dein Gebiet. Okay. So. Nachdem man dann mal rausgefunden hat, wo sich diese Person aufhält, beziehungsweise befindet, und was machen die beiden da? Wie witzig. Sieht ein bisschen aus, als würden sie Händchen halten. Los, wir verstecken uns auf dem Dach und halten Händchen, damit unser Boss das nicht bemerkt. Ups. Haben wir gut getroffen, den Menschen. Haben wir gut getroffen. Mhm. In den Popo geschossen. So, wir müssen ja mal auch mal anfangen, ein bisschen mehr mit unserer Pistole zu schießen. Ach, guck mal. Ach ne, wir können ja so nicht schießen. Ich mach dich nieder! Probier's, Kollege. Magst du ihn angreifen, Arno? Hättest mit deinen adligen Freunden fliehen sollen, Verräter! Ja! Du gehörst mir!
Red doch keinen Unsinn, bitte. Lass es doch einmal. Rede doch einfach keinen Unsinn. Kriegen das doch auch so gelöst. Auf eine ganz friedliche Art und nicht weise. Ist er jetzt wieder in dem Gebäude? Man erkennt das nicht. Doch, ist er. Okay, wie kommen wir in das Gebäude jetzt rein? Ich möchte gerne da runter. Hier ist kein Fenster. Hier ist kein Fenster. Wieso hat das Haus das einen Balkon? Ein Balkon ist meistens ein Eingang. Eine Etage höher. Oh, es ruckelt halt auch leider ein bisschen alles gerade wieder. Naja. So. Muss man sich mal überlegen. Ich bin einfach die Treppe hochgelaufen, hab meine Klinge ausgefahren, hab ihm die Kehle durchgeschnitten und bin wieder gegangen. Ich meine, wie heftig wäre das denn, wenn das einem im echten Leben passieren würde? Dass ein so ein Typ einfach plötzlich um die Ecke kommt und einfach dir die Kehle aufschneiden möchte. Und es dann auch noch funktioniert, weil du einfach in dem Moment überhaupt nicht reagieren kannst. Ist schon scheiße, sowas. Ich sagte, ich will alles Geld, was du hast. Du hast es in mein Haus zu kommen und mir zu drohen. Verstehe. Was gibt dir das Recht dazu? Ja. So. Oder auch so eine Aktion. Man rennt einfach. Vor allem, ich bin jetzt in diesem Stadtteil und ich habe die Mission hier angefangen. Hier, in diesem Stadtteil. In diesem. Ist das hier eine Schnellreise? Nein. Nein. Schade. Dann müssen wir wohl hier oben hin. Oder können wir zu den Gebäuden schnell reisen? Wenn ich sie anklicken kann? Ja! Sagt mir das doch einer mal eher, dann hätte ich das so schon die ganze Zeit getan. So. Ist das eine Mission da? Wie witzig. Ach nee, ist unsere Ausrüstung. Okay. Ach, da oben. Also, wir müssen eine Etage höher kommen. Das geht wie? Moment mal. Wieso steht bei unserem Assassinengebäude so ein komischer vor der Tür, der uns eh mal ins Bein pinkelt? Deswegen haben wir auch die Fenster immer offen, damit man ja rauskommt. Ich laufe gerade mal ein bisschen langsamer, weil ich habe nicht so viele Frames und dann geht das ja. Das Horten von Geiseln. Wie kann man denn Geiseln horten? Was zur Hölle? Das muss man sich mal vorstellen. Die Bauern befreien, die von den Nahrungshortern als Geiseln gehalten werden. Nahrungshorter haben eine Gruppe Bauern beim Coup de Miracle als Geiseln genommen, um sie zu zwingen, ihre Ernte abzugeben. Findet die Horter und befreit die Bauern. Holen müssen wir wieder. Ich renne jetzt nicht schon wieder durch den ganzen Stadtteil. Am besten nicht. Nein, ich möchte. Ja. Sehe ich jetzt gerade mal nicht ein. Die ganze Zeit hier so herumzueiern. So. Und ich meine, wenn die einem schon so Teleporter an die Hand drücken, warum soll man es dann nicht auch nutzen? Der Geist ist lange weg. Hey, ich dachte, ich würde. Aua! So machen wir uns nicht los, du Hund! Ach ja, kommt, ey. Oh, sie haben nicht getroffen. Geh weiter. Bitte geh weiter. Mir wird gerade klar, dass ich wahrscheinlich demnächst auf meinem Kanal nur noch solch heftige
Wartet mal, ne? Siehst du diese Leute hier? Siehst du, dass sie leiden? Die werden leiden. Oh ja, wenn du nicht redest. Du komm. Zu lang. Bürger, sofort stehen bleiben! Vielen Dank! Verfluchte Bastarde! Habe ich ihn? Ich habe ihn frei. Okay, wow, wie habe ich das gemacht? Du kannst nicht ewig davonlaufen! Der Spaß fängt erst an! So! Ja! Verdammt! Okay, wir brauchen, glaube ich, einmal. Oh! Ups! Ich dachte schon, so ist Arno gerade da umgekippt. Ja, ist der. Okay, wir haben das ein bisschen unterschätzt, überfordert. Ich weiß, Pete und Yuki geben da schon akkurate Kommentare zu, aber irgendwie funktioniert das alles nicht und Pete möchte jetzt auch lieber Liebe machen. Mit einer gewissen Dame. Aber warum? Wir warten mal eben, was da passiert. Okay. Mein Vogel walzt gerade, deswegen muss ich einmal hier Pause machen. Natürlich, man macht gerade Pause und er ist dann natürlich auch fertig mit dem Walzen. Kannst du bitte... Manchmal, ne? Hey. Ich weiß, in dem Spiel rege ich mich schon relativ wenig über solche Sachen auf. Aber manchmal finde ich es wirklich anstrengend, dass er einfach von der Kante nicht einfach auf den Boden gehen kann. Und da sind vielleicht 2 cm Unterschied. So. Nein, ich bin kein Patriarch, ich möchte auch nicht sein. Wo ist der nächste? Okay, müssen wir wohl hier rein. Es steht hier einfach so. Hallo. Vielen Dank. Jo. Verfluchte Bastarde. Je ne me souviens pas vous avoir dit, citoyen. Nein, kannst du bitte. Was zum Teufel? Ah. Ich bin genau hier, Sonnenschein. Verdammt, verliere ihn nicht. Was haben wir hier? Das ist eine Etage tiefer, okay. Irgendwo ist hier eine Wache, aber. Wollt ihr mal mein Bajonett sehen? Psst. Vielen Dank! Verfluchte Bastarde! So, haben wir auch den? Jetzt müssen wir noch den letzten. Raushauen. Dieses Mehl ist für alle da! So, okay, die sind alle in den Gebäuden und schön ist auch in dieser Mission, dass man einfach durch die Gebäude hier reinkommt, wenn man die Treppe runter dann findet.
Die haben nur auf mich gewartet, die Schweine. Hä, was für... Hä? Vielen Dank! Verfluchte Bastarde! Aua! Geschafft. So. Ja, das haben wir geschafft. Aber ich weiß leider immer noch nicht, wo die Mordfälle sind. Kann natürlich auch sein, dass wir die Mordfälle erst beim nächsten Mal, ne? Beziehungsweise beim Spielen von weiteren Hauptgeschichten rausfinden. Weil aktuell werden sie nicht angezeigt. Wir haben hier alle Kokarden. Wir haben hier eine Kokarde fehlt. Aber wie gesagt, Kokarden werden wir nicht so viel Wert drauf legen erstmal. Aber diesen Stadtteil fertig. Das heißt, wir können in diesen Stadtteil hinein. Und wir sehen, wir haben hier relativ noch nichts gemacht. Woo! Aufregend. Dann würde ich sagen, wir porten uns hier einfach schon mal rein. Wir porten uns hier schon mal rein und dann haben wir sogar vielleicht sogar bald den Norden geschafft und im Süden von Paris weiterzumachen. Das Spiel ballert einen so sehr mit Nebensachen zu, dass man wirklich überhaupt, dass ich den Fokus überhaupt nicht auf Hauptmission lege, gar nicht. Aber ich bin auch erstaunt, weil ich hab's ja sonst. Lass mich nicht von euch rumschubsen. Dein Haus. Weiß, wer die Unruhe stiftet. Ich sag euch gar nichts. Je crois qu'il est temps que je rentre chez moi discrètement, mais sans tarder. So, dann kommen dann direkt hier die unsere Helferlein. Und wir haben hier relativ viel noch zu machen. Zum Beispiel eine Truhe zu finden. Eine Truhe zu finden. Dann haben wir hier eine Kokarde. Wir haben diese blauen Missionen. Ich weiß es alles nicht. Und meine Truhe ist schon wieder voll. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll, um ehrlich zu sein. Die Truhe ist unten. Die ist unten? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt bin ich in so ein schickes Haus eingebrochen und dann muss ich nur runter. Oh mein Gott, er hat sich mal los... Ach, die ist ganz unten. Die ist im Keller. Die ist immer noch... War das nicht dieses Ding, wo ich mich schon beim letzten Mal gefragt habe, wie zum Henker soll ich da drankommen? Jo, das war's. Oder gibt es hier eine Tür, die wir aufschließen müssen? Das ist wahrscheinlich der Fall dann. Kann man die Tür aufmachen? Hallo? Nein. Ups. Wo ist denn da ein Aufzug? Der ist wahrscheinlich dann draußen. Können wir die Tür aufmachen? Nein. Wie komme ich denn in den Keller rein? Die Tür? Ich glaube, diese Sache mit der Truhe hatte ich schon mal. Gucken wir mal eben von der anderen Seite vom Gebäude her. Was ist das diesmal? Da bin ich gerade reingegangen. Es ist wirklich eigenartig, was ist mit dieser... Vielleicht können wir aber auch, wenn wir hier diesen unterirdischen Gang benutzen. Wartet mal. Na, Arno, kommst du hoch? Das ist schön. Dann haben wir auch direkt das Nostradamus-Rätsel in der Nähe. Ach, hier sind zwei... Alles klar, hier sind einfach zwei Nostradamus-Rätsel. Why not? Wir haben hier eine Kokarde. Da oben. Ja, hier ist viel zu viel wieder. Och, Manu. Kannst du bitte auf den Baum? Und ich merke gerade, die Folge ist vorbei. So. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das heißt, wir haben... Zwei Stadtteile wohl anscheinend noch im Norden. Den hier. Ach, wir haben, okay, drei Stadtteile noch im Norden, die wir soweit erstmal bearbeiten werden. Und dann gehen wir hier runter. Und hier wird es richtig heftig noch werden. Und dann haben wir hier. Wir haben so viel noch. Also
Hauptgeschichte in weiter, weiter Ferne. Ich hoffe dennoch, ich kann euch unterhalten. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr mit den ganzen Nebensachen. Aber mir macht das Spaß, das ganze Spiel eben zu spielen. Und für mich ist Hauptgeschichte so immer der krönende Abschluss. Der krönende Abschluss, um das ganze Spiel rundum perfekt zu machen. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.